begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, es ist jetzt am frühen Morgen, kurz nach 7. Ich habe mich schon fertig gemacht. Irgendwie sehe ich aus, als ob ich nichts anhätte, ne? Aber ich habe hier mein Kleid an. Das erste Mal dieses Jahr. Ja, wisst ihr was? Gestern hat meine Schwester mir was geschickt. Und zwar, meiner Nichte, auf der Kieler Woche so einen Hut gekauft. Und die hat sich sehr gefreut. Und die fängt an zu sprechen. Das ist so süß. Meine Nichte wird ja dreisprachig erzogen. Also, beziehungsweise, meine Schwester spricht mit ihr Russisch, mein Schwager Syrisch oder Arabisch, glaube ich. Und dann redet meine Schwester mit meinem Schwager halt auf Deutsch. Und die Kleine kann alles verstehen, alle Sprachen. Und jetzt, hört mal, das könnt ihr jetzt verstehen, was sie sagt. Das ist so süß. Die hat sich bedankt. Wartet mal, ich spiele das mal ab. Ich hoffe, das könnt ihr hören. Das ist so süß. Ich habe es jetzt ein paar Mal angehört, weil es so niedlich ist. Ich hoffe, dass es jetzt hier laut genug ist. Thank you, Mina. I love you, Skazi. I love you. Skazi, I love you. Skazi, I love you. Voll süß, ne? Die sagt, danke Mina, die nennt mich Mina. Dann sagt sie noch was? Danke. Bis später. Bitte. Bis später. Bitte. Süß, ne? Süß, ne? Mir kam gestern schon echt so die Tränen, wo ich dachte, so süß. Die wird jetzt ja im Juli 3 total niedlich. Also, voll krass irgendwie, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Also freut man sich natürlich so über so einen Sonnenschein, ne, in der Familie. Oh, was mich hier freut, ne? Diese Palme wächst weiter. Da wächst noch ein Blatt jetzt, ne? Es ist ja schon ein Blatt rausgekommen, dieser hier. Voll krass, oder? So schnell. Und ich hatte jetzt die Blätter, die halt braun waren, abgemacht. Die hatten nachher solche Flecken bekommen in der Sonne. Deswegen habe ich das auch nicht mehr so geil aus. Und dachte ich, na gut, dann mache ich sie mal ab. Ich denke mal, es kam durch die Hitze, schätze ich mal. Dann kamen die Kinder ein bisschen später, ne? Ich glaube, Max hat mir irgendwie um 10:30 oder so geschrieben, dass Leo schläft. Ich hatte ihn ja hingelegt in sein Gitterbettchen schon mal, diese Kamera da angemacht und die Kinder konnten ihn die ganze Zeit sehen. Also wir waren ja gestern draußen, er hat ein bisschen hier getobt. Dann habe ich ihn mit seiner Schnecke quasi in sein Bettchen gepackt. Schnecke halt vorher mit Leckerlis gemacht. Ich weiß nicht, ob er die gegessen hat. Auf jeden Fall gute Nacht gesagt, da bin ich raus, weil wir auch halt ins Bett wollten, schon um 10. Und Max schickt mir, wie er schläft. Voll süß, ne? Und die kamen gestern relativ spät. Also ich dachte, er sagte ja vorher, wir kommen ein bisschen früher. Aber scheint ganz, ganz toll gewesen zu sein. Und das war sehr, sehr voll, sagt er. Auch Ash zum Beispiel, an dem Tag, wo wir waren, vormittags, ich glaube, es war Samstag, war das ja noch recht leer. Und Ash war nachher nochmal abends da. Er sagt, du konntest teilweise gar nicht mehr durchgehen, weil da Leute an Leute waren, ne? Das war recht voll, die Killerwoche. Gut, das Wetter ist ja dann auch schön. Gestern war das natürlich tagsüber nicht so berauschend irgendwie, meine ich. Nee, das war irgendwie so ein bisschen grau alles. Aber es wurde nachher besser zum Abend hin und die Leute gehen eher teilweise dann auch abends eher dahin, ne? Ja, na gut, ihr Hübschen. Also, ich warte jetzt auf meinen Schnucki. Wir wollen eine Runde gehen. Und ich brauche noch einen Ast aus dem Wald. Ich wollte mit euch ja was basteln. Und gestern habe ich nicht alles bekommen, was ich brauchte zum Basteln. Deswegen hoffe ich, dass wir das heute hinkriegen. Dafür müssen wir an meinen Wald. Da bräuchte ich wieder einen Stock. Und einmal zu Edeka. Wir brauchen so ein paar Kleinigkeiten nur, nicht viel. Genau, jetzt warte ich immer, bis Adam fertig ist. Ach ja, ich muss jetzt los gleich. Genau. Jetzt muss ich ihn einmal ganz kurz zur Schule antreiben. Wisst ihr was? Es ist 11:30, ne? Also, wir waren einkaufen, aber nicht viel. Wir haben wirklich nur drei Sachen besorgt. Für Ash seine Salami-Sticks, die gibt es gerade bei Edeka für 1,99. Dann Q-Tips und Abwaschbürste. Also es ist überhaupt nichts irgendwie Zeigenswertes. Und dann hatte ich mir Stöcke geholt. Ich wollte gerne mit euch was basteln. Und zwar, eigentlich brauche ich nur einen Stock. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. So ein Ast einfach, wisst ihr? Den fand ich eigentlich ganz cool. Der war halt ein bisschen kürzer, aber ich glaube, das reicht auch noch. Ich wollte so ein Mobile mit euch machen. So ein Boho-Mobile. Oder diesen Stock, aber den hätte ich jetzt gekürzt. Ne? Also ich habe den jetzt mitgenommen, weil er eigentlich ganz cool aussah. Ja, ich wollte so einen gebogenen irgendwie haben, wisst ihr? Und auf jeden Fall brauche ich einen von den Stöckern.
Die haben wir jetzt hier mitgenommen und ja, jetzt bin ich gerade dabei, die Küche so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Geschirrspüler ist angeschmissen und jetzt muss ich noch den ganzen Kram, was wir heute Morgen benutzt haben für Frühstück, abwaschen, weil der Geschirrspüler voll ist. So, also ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder rein. Ich habe mich gerade ganz kurz so ein bisschen in der Sonne gelegen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis danach. Manchmal ist es so, dass man sich einfach mal so ein bisschen ausruhen will. Und da ich irgendwie gefühlt gestern nur noch unterwegs war und rumgewuselt, habe ich gedacht, nee, heute nehme ich mir ein bisschen Zeit und lege mich mal ganz kurz hin. Salat übrigens wird von meinen Spatzen tatsächlich gefressen, gestern Abend wieder. Also ich weiß gar nicht, abdecken kann ich ihn nicht, weil die Salatköpfe halt recht groß sind und ich diese Deckel gar nicht mehr darauf machen kann. Das geht gar nicht. Also entweder lasse ich den jetzt für die Vögel oder machen ja die Stellen ab, die sie halt eben abknabbern. Das Coole ist ja, aber die knabbern, der Vogel sitzt ja direkt einfach so an dem Rand hier, an meinem Tisch und knabbert hier, guck mal. Seht ihr das? Er sitzt hier dann und knabbert. Ja gut, da war er auch schon irgendwie dran. Das sieht echt krass aus, ne? Echt. Das. Wartet auf mich. Das und das. Und das muss jetzt mal weg. Also wir haben vorhin am Fischwagen nochmal Fisch geholt. Und zwar einmal Lachs. Dann haben wir hier einmal Makrele. Und zwar als Fisch mit Pfeffer. Also Filet einfach. Und das ist einmal Backfisch. Das werde ich einmal ganz schnell alles hier in die Dosen umpacken. Wie sieht unser Mittag heute aus, ihr Lieben? Ich habe jetzt einfach Hähnchenbrustfilet genommen, ein bisschen kleiner geschnitten, also schmaler. Die Stücke sind halt nicht so fett. Einfach mit etwas Knoblauch, Gewürzen und Hähnchengewürz darauf gemacht, Zucchini drauf geschnitten und jetzt draufgelegt. Und jetzt kommt noch einmal Käse darüber und dann geht es in den Backofen. Ich habe schon mal den Tisch so weit gedeckt, dass wir gleich dann essen können. Es gibt frischen Salat, habe ich jetzt diesen Kopfsalat von uns genommen. Halt Karotten, nee, Karotten gar nicht, Karotten. Gurken habe ich einfach so extra Sticks gemacht. Mozzarella-Kügelchen, Radieschen, Tomaten, das Übliche halt, ne, was man alles an Gemüse hat. Gurke, genau, und ich kann ja gleich, erstmal habe ich alles aufgeräumt, Leute. Kann ich dann gleich das hier alles reinschieben, die anmachen. Baguettes und halt das Fleisch, aber das dauert noch, bis Ash kommt. Genau, bis dahin muss ich erstmal hier drin bleiben. Ich warte kurz auf Ash, bis er nach Hause kommt. Essen ist eigentlich soweit durch. Hört mal hin. Das ist nur ein Vogel, der das macht. Ich weiß aber nicht, wer das jetzt ist. Der war ein bisschen größer, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Amsel ist oder so. Er saß gerade auf dem Dach und hat die ganze Zeit diese Geräusche. Alles nur einer. Er sitzt auf dem Dach und zwitschert von sich her. Und hier hoch rein. Voll lustig. Also das Essen ist hier auf dem Tisch. Habt ihr meinen Teller gesehen? Ich habe eigentlich schon ein bisschen was gegessen, weil ich schon Hunger habe. Hast du das Klitschen eben gehört? Das war nicht ich. Nein. Leo, was ist los? Willst du was zu essen haben? Ich habe nichts. Also das ist hier Hähnchenbrust mit Zucchini und Käse überbacken. Moinsen. Hi. Probierst du mal? Einmal. Er hat gerade eben das ganze Baguette gegessen. Ja. Du bist auch Vegetarier. Soll ich dir vielleicht jetzt ein Stück abschneiden, dann esse ich die andere Seite. Nein, nein. Nee. Ich bin satt. Ach so, na gut, also deinen Saft musst du noch. Ja. Und die Karotten und die Gurken. Warte. Ja. Hat er nicht gerade gesagt, der ist satt? Ja. Sollen wir für dich was aufbewahren für heute Abend? Er könnte essen. Na dann. Ist es. Das ist alles gedingstet. Wie heißt es da? Gefiltert. Gefiltert. Nee, das ist alles auch gesiebt. Das heißt nichts. Also, guten Appetit. Das schmeckt schon mal sehr lecker. Ich habe probiert. Salat und auch dieses Vollkornbaguette. Guten. Nachher kommt er und will das haben. Ja. Wetten. Wer weiß. Aber nur wenn das ab ist, was da drauf ist. Das ist Käse. Und was noch? Nur Zucchini. Eine Gurke? Nein, Zucchini. Probier mal. Wer mag den? Also. Na, kann man essen, kann man sogar ganz viel von essen. Mhm. Ist gut gemacht. Super. Guten. Guten. Nun kommen wir einmal ganz kurz mal zu meiner Bastelidee. Und zwar habe ich schon ein bisschen was vorgearbeitet, habe vorhin schon gesagt. Also wir brauchen Makrameeband, das ist dieses hier. Im Grunde könnt ihr auch ein dünneres nehmen, also das weiß ich gar nicht, wie viele Millimeter das sind. Also es ist halt normale Stärke. Und dann brauchen wir einmal so ein Stück Pappe.
eine Schere und einen Kamm. Und zwar würde ich ganz gerne mit euch einfach mal so ein Mobile basteln aus solchen Quasten. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das so funktioniert. Das ist eigentlich total easy und kann auch jeder von euch. Wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Wie gesagt, ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal los. Ich nehme jetzt ein Stück Pappe, lege einfach mal Makrameeband hier so drumherum und wickel das einfach mal so um die Pappe herum. Ein paar Mal, je nachdem, welche Stärke ihr haben wollt. So. Ich schneide einfach mal so ein Stückchen vom Band hier ab. So, und schneide hier einmal durch. Ziehe das ab. So, das Band lege ich immer so irgendwie dazwischen, das von dem längeren Band, ne? So, nehme mir einfach mal hiervon eins raus und wickel das einfach hier so um diesen ganzen Stapel sozusagen einfach rum. Und zwar relativ fest, dass es auch gut hält, so. Und mache einfach ganz normalen Knoten, üblichen Knoten, der einfach hält. So, die abstehenden Spitzen schneide ich einfach mal ab. Die brauchen wir ja nicht so unbedingt. So, dann habe ich hier also so meinen Quast hier. Und jetzt nehmen wir einen Kamm und fransen das Ganze hier so ein bisschen aus. Mit dem Kamm ist es ein bisschen mühselig, den ich habe. Der ist ein bisschen größer. Also das dauert halt ein bisschen, ne, bis man das alles fertig hat. Weil dieses Garn wird ja abgewickelt dann dadurch. Wisst ihr, das ist ja so aufgewickelt und man geht mit dem Kamm einfach so durch und dann ist das alles aufgefranst. So, und das mache ich quasi mit diesem ganzen Quast. Und so sieht das Ganze aus. Das heißt also, ihr könnt, wenn es nachher irgendwas durchkämmen, halt ein bisschen was abhängt hier oder alles nicht gerade ist, könnt ihr einfach mal mit der Schere gerade schneiden, das geht. So, 10 Stück habe ich jetzt hiervon und jetzt würde ich gerne einfach ein paar kleinere machen, also vielleicht nicht ganz die Hälfte, oder? Das ist dann zu klein. Vielleicht einfach mal so, dass ich den Karton umbiege. Diese Größe. Davon wollte ich auch nochmal 10 machen. Genau. Und dann geht's ans Ranbinden an einen Ast. Nun habe ich jetzt alles soweit fertig gemacht. Habe schon mal diese ganzen Teile aufgeteilt, so wie das sein soll, so ein bisschen als Dreieck zu sehen. Und jetzt binde ich es nur noch einmal an diesem Ast fest und dann ist es eigentlich fertig. Bin gespannt, wie es gleich im fertigen Zustand aussieht. Es sind ein paar übrig geblieben. Ne? Hier habe ich von 5 noch und hier von auch 5. Ja gut, aber ich habe noch einen kleinen Ast, vielleicht kann ich den auch nochmal bestücken. Ansonsten gucken wir mal gleich, wie das aussieht. Vielleicht müsste ich vielleicht sogar hier dazwischen, damit es nicht so leer ist, gleich noch was dazu binden, weil sonst ist es wahrscheinlich hier zu viel Freiraum. Also, ich binde die jetzt erstmal an diesem Ast fest. Voilà, schon ist es alles fertig. Ich habe alles herangetüdelt und hält. Sieht auch ganz nett aus, finde ich. Was sagt ihr? Da habe ich jetzt das andere Mobilier nochmal festgebunden, aus den restlichen Quasten. Genau, also eigentlich bin ich jetzt hier erstmal fertig. Lieben, ich glaube gar nicht, was Adam gerade vorhat. Wieder mal ganz spontan. Wir hatten heute nur kurz darüber gesprochen. Die Kinder wollen ja den Pool aufstellen. Und eigentlich ist ein optimaler Platz halt hinten auf der Terrasse, die gepflastert ist. Da ist nur das Holz. So, jetzt hat er den Spalter irgendwie. Frag mich jetzt nicht, wie er das rausgehievt hat, auf die Terrasse gestellt hat. Und jetzt spaltet er das Holz und ich schlepp das dann mal gleich kurz weg. Genau. Also jetzt sind wir erstmal mit dem Holz beschäftigt. Ash hat gleich Training. Er hat vorhin schon wieder Geschichten erzählt. Er sagte, die haben, glaube ich, nächste Woche kaum Schule wegen mündliches Abi irgendwie. Und eigentlich haben die sowieso nicht mehr so viel an Unterricht, weil nämlich die letzte Woche komplett Projektwoche ist. Dann haben die noch Ausflug, dann haben sie noch eine Abschlussfeier und so weiter. Also die Woche ist so richtig geil, ne? Bald sind ja Ferien. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kann ich ja nochmal schreiben. Also bei uns fangen sie, ich glaube 14. Juli ist der letzte Schultag. Und das ist gar nicht mehr so weit hin, ne? Jetzt schreiben die nur noch irgendwie ein, zwei Tests noch. Ich glaube, Mathe-Test, Geschichtstest.
Das war's, glaube ich. Oder schreibe ich noch einen Test? Auf jeden Fall ist dann das Schuljahr gelaufen. Ja, kaum zu glauben irgendwie, ne, dass es so schnell gegangen ist. Also ich finde das richtig krass. Also, na gut, ich hole jetzt meine Handschuhe und helfe mir mal meinen Schnucki, das Holz wegzubringen. Hier habe ich so ein bisschen alles umdekoriert. Ich habe jetzt das Tablett einmal so dekoriert. Wisst ihr, habe ich die Muscheln jetzt mal noch da gelegt, die Kerze hier reingemacht. Das sieht hübsch aus, wenn man das anmacht. Man muss natürlich gucken, dass sie gerade bleibt. Ja. So. Und finde ich, ist nicht so überladen mit den ganzen Muscheln, ne? Finde ich eigentlich ganz hübsch. Da ist er. Guck mal, aber es ist cool. Wir haben jetzt ein paar von diesen Hölzern, die wir einfach nur spalten müssen, nicht mehr sägen. Oh oh. Na gut, ich schleppe einmal das schon mal weg. Max ist zu Hilfe gekommen. Ein Meter weiter und ich hätte es gegen Schienbein gekillt. Er hätte es fast. Mann, willst du mich umbringen? Oh, oh. Oh. Ja, Helm, Schienbeinschuhe. Also das ist schon die dritte Schubkarre, die ich wegbringe. Und Leo, guck mal, Leo hat sein leckeres Hähnchenbein oder Hähnchenkeule. Krass, ne? So, was ist los? Ha? Ja, ich unterschreibe. Mein Schnucki hat da Würmer gefunden im Holz. Das ist richtig eklig. Vier Schubkarren zerstört. Wie kann sich so ein kleiner Wurm mit solch kleinen Fresswerkzeugen durch so ein Holz durcharbeiten? Guck mal, der macht hier solche Löcher rein. Oder da, da sind die auch gerade am Bohren gewesen. Ja, das ist eklig. Krass. Ich krieg Gänsehaut. Ich habe übrigens genetisch einmal ins Beet gestellt. Ich zeige euch mal ganz kurz. Weil ich hier gleich, denke ich mal, ein bisschen Holz stapel. Einfach da, so auf dem Boden, auf die Steine, schätze ich mal. Und der Tisch steht hier. Ja. Ist auch okay, ne? Könnt ihr theoretisch auch noch darstellen, wo der Stuhl steht. Aber Adam plant ja, dass wir hier noch so eine zweite Reihe quasi von Holz stapeln. Mal gucken. Die sind hier wunderschön geworden, diese Stockrosen. Guck mal, wie groß die sind. Die sind richtig toll. Leo, hast du Angst? Komm. Hat ein bisschen Schiss von dem Holz. Ja, komm. Oder hast du Durst? Trinken? Leo, trinken? Warte, hierher. Mal weg. Kurz vor sechs. Ich habe hier schon mal so ein bisschen gestapelt, also ein bisschen höher. Und dann da nochmal ein Stapel, guck mal. An der Seite, weil ich ja den Tisch weggenommen habe. Und hier ist halt jetzt noch Platz. Das heißt, dieses Holz kommt da jetzt nochmal dazu. Ordentlich weniger geworden. Also es lag ja alles bis hier so oben drüber. Morgen geht es dann weiter. Alles gefegt, alles aufgeräumt. Jetzt sind wir fertig und es ist Feierabend langsam. Schon sind die Teller fertig, ihr Lieben. Ich habe jetzt für jeden einen Teller gemacht. Für einmal für meinen Schnucki. Es gibt Pfeffermakrele, Ei, Salat und etwas Tzatziki, also Knobi. Das ist hier mein Teller mit etwas Lachs, Kräuterbrot, Tzatziki und Salat. Und das ist hier der Teller für Ash. Also bei uns gibt es dann auch gleich Abendbrot. Hübschen, ich habe jetzt von Zara wieder was bestellt. Paar Tage. Die Lieferung ist ja rucki-zucki da. Ich wollte mir bei H&M mal so einen Rock holen. Und zwar hat der hier vorne einen Schlitz. Gab's dann nicht in weiß. Gab's nicht. So, ich finde den so schön. Bei Zara gab's den. Der ist ein bisschen länger. Ich finde, der ist cool. Wie gesagt, da habe ich den jetzt da bestellt. Okay, wenn H&M den nicht hat. Ja, wie findet ihr den? Das ist so aus Jeans, ne? Weißer Jeans. Aber der ist schön. Und vor allem das Coole ist ja, dass man halt quasi so einen Schlitz hat vorne. Das finde ich ganz cool. Genau, also einmal schon mal diesen Rock. Habe ich so einen Top bestellt. Die Farbe finde ich ganz schön. Allerdings ist hier keine Baumwolle, ne? Das ist eher so ein Trikot oder so Stoff. Also, aber so von der Farbe her sieht es voll schön aus. Finde ich. Sieht echt gut aus. Also gefällt mir ganz gut. Passt auch gut zum Rock. Also man kann auch sogar hier einen Gürtel oder so ummachen. Und das passt. Also mir gefällt's. Das habe ich nochmal so einen Top bestellt, aber halt mit breiteren Trägern auch dieser Stoff. Ich finde die Farbe auch ganz hübsch. Und einmal diesen Rock. Der Rock ist total außergewöhnlich geschnitten. Seht ihr das? Der ist halt so ein bisschen schräg. Also an den Seiten halt länger. Und ja. Und halt so ein bisschen gerafft. Also ich finde den ganz hübsch. Sieht echt schön aus. Passt auch ganz gut zu diesem Oberteil. Allerdings bräuchte ich mal solche Oberteile nochmal in weiß. Ich weiß nicht, ob H&M... Ich wollte schon bei... Letztes Mal habe ich sie bei New Yorker gekauft.
solche Trägershirts einfach in weiß, wisst ihr? H&M weiß ich gar nicht. Manchmal haben sie halt auch nichts eng anliegendes, sondern eher so ein bisschen breiter T-Shirt-mäßig. Aber ich wollte halt so einen Top haben. Jo, sieht aber schön aus. Also gefällt mir ganz gut. Gerade jetzt für den Sommer. Ich hatte irgendwie voll Bock auf irgendwie so ein paar frische Sommersachen. Ich hatte ja schon, also das Gefühl habe ich ja alle meine Kleider schon immer wieder an und dann irgendwie was fürs Auge, so ein bisschen was Neues, was anderes. Und also bei Zara kann man schon echt gut was finden, ne? Also ich wundere mich, dass ich früher da überhaupt nicht irgendwie durchgestiegen bin durch deren Online-Shop. Aber wie gesagt, der Rock, der gefällt mir auch ganz gut. Komme ich zum letzten Artikel, und zwar ist es einmal so ein Kleid. Hier ist es alles so ein bisschen bestickt, finde ich total schön. Und sogar mit Taschen. Ist der Hammer, ne? Richtig schön. Also gefällt mir ganz gut. Auch die Länge ist total optimal, halt auch in weiß. Genau das Richtige für den Sommer eigentlich. Und wenn man halt so auch braun ist oder braun gebräunt, sieht es natürlich auch echt extrem aus, ne? Dieses, also der Kontrast, finde ich. Genau, also gefällt mir aber auch ganz gut. Was sagt ihr dazu? Also ich finde es ganz schön. Ja, ist richtig cool. Und schon ist das kurz nach 7, ihr Lieben. Also, hier ist jetzt langsam Feierabend. Wir haben heute ganz spontan das Holz angefangen zu spalten. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Weil wir nämlich, ich habe schon vorhin erzählt, ne, wir wollen den Pool mal aufstellen. Nächste Woche oder zum Wochenende soll es richtig warm werden, also richtig heiß. Und die Kids wollten auch halt ein paar Videos nochmal aufnehmen, ein paar Shorts aufnehmen. Ist auch mal ganz cool, dass man zwischendurch auch mal in so einen Pool springen kann. Wir hatten überlegt hin und her, weil das Holzleiche noch lag, haben wir gedacht, okay, vielleicht kann man den Pool dahin stellen, wo halt eben diese Couch-Ecke ist. Da ist aber zu nah dran an der Hauswand. Das heißt, wenn man platscht oder plätschert, dann ist natürlich gegen Hauswand auch nicht so cool. So, und dann vorne, quasi bei meinem Gemüsegarten da. Aber da ist es auch nicht so ganz optimal. Wir bräuchten halt eine Steckdose in der Nähe, wo wir halt diesen Filter immer wieder anmachen können. Also bleibt eigentlich nur noch diese Möglichkeit hier. Und Adrian sagt davon, so, sagt er, ich gehe jetzt mal kurz Holz machen. Und ganz spontan hat angefangen und rucki-zucki. Also wir haben heute echt viel geschafft. Ich habe das gar nicht mit gerechnet, weil wir in dieser kurzen Zeit schon fast die Hälfte weg haben. Das heißt so ein, zwei Tage noch und dann ist es komplett weg. Die großen natürlich müssen wir durchsägen. Also jetzt haben wir nur noch gespalten, da sind auch noch welche da. Aber es gibt welche, die muss man spalten und dann halt durchsägen. Aber das geht, also das ist nicht so kompliziert. Ich hatte schon echt Schiss vor diesem Haufen Holz, ne? Und ja, dann können wir dann in Ruhe irgendwann mal jetzt die nächsten Tage auch den Pool mal aufbauen. Und genau, ich hatte schon gestern Max gesagt, ich so, Max, ich fahre mit euch mal in die Innenstadt, also wenn ihr irgendwie zum Fitness-Training fahrt, nehmt mich mal mit. So, aber jetzt morgen habe ich gesagt, nee, doch jetzt nicht. Ich würde ganz gerne einfach mal mit meinem Schnucki hier immer, wie immer, eine Runde spazieren gehen. Ach ja, morgen ist ja Wochenmarkt, da würden wir ganz gerne nochmal Käse holen. Fisch haben wir heute schon geholt, aber ich würde gerne Ziegenkäse wiederholen von diesem Käsewagen, der ist richtig lecker. Und deswegen habe ich jetzt in die Stadt, kann ich immer noch irgendwie zwischendurch. Außerdem ist es sowieso gerade voll wegen der Kieler Woche, ne? Oder wegen der Kieler Woche, so. Ist Kiel an sich proper voll. Natürlich auch Sophienhof und Co. Und deswegen ja, läuft er nicht weg. Na gut, ihr Hübschen. Also, ansonsten, wo habe ich noch irgendwas vergessen, euch zu sagen? Eigentlich nicht. Genau, vorhin, ach ja, habe ich gar nicht gesagt, habe ich erst Klassenarbeit unterschrieben, eine 3 in Englisch hat er geschrieben. Muss eine Unterschrift drauf haben, die haben ja über dieses Buch geschrieben, was sie jetzt gelesen haben. Wartet mal, dieses, glaube ich, schon mal gezeigt. Das haben die jetzt gelesen. Und genau, da haben die jetzt eine Klassenarbeit darüber geschrieben. Bin ich froh, weil er, als er die Arbeit geschrieben hat, hatte ganz, ganz schlechtes Gefühl gehabt. Er sagte, naja, irgendeine Arbeit, er sagte, oder eine Aufgabe, er sagte, er hat das Gefühl, er hat so viel Mist geschrieben. Also einfach, er sagte, das wird garantiert nicht gut werden, aber doch eine 3. Ist auch schon mal ganz gut, ne? Genau, und ansonsten, ja, war es das dann jetzt auch von uns. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.